Hallo Leute, hier ist Olli von Lock Barber Supplies. Heute zeige ich euch in einem Kurzvideo einen kompletten Blade Swap, bestehend aus dem Untermesser, früher Fusion Blade genannt, jetzt Vapor Blade von Gamma, das Black Diamond beschichtet ist. Eine Mischung zwischen Tape und Fade Blade plus dem passenden Black Diamond beschichteten Cutting Blade und einen Cam-Follower von Gamma. Der komplette Schneidersatz inklusive Cam-Follower, der wird komplett auf einen Wahl Cordless Clipper montiert. Hier für euch zum Beispiel eine Wahl Senior Cordless. Der Blade Swap funktioniert komplett nur bei einem Wahl Cordless Clipper, wo das untere Gehäuse aus Metall ist. Sprich, da kommt jetzt nur die Magic Clip in Metall Edition in Frage und die Wahl 1919 bzw. die jetzige Wahl Senior Cordless Limited Edition, die in Amerika rausgekommen ist. Das Ganze ohne Gewehr natürlich, bei der Maschine klappt safe, deshalb zeige ich euch das Ganze. Selbstverständlich könnt ihr dann auch, wenn ihr mal Wahl Magic Clip Cordless Clipper habt, eine Wahl Super Taper Cordless, Wahl Designer Cordless, sprich alles, wo das untere Gehäuse aus Plastik ist, könnt ihr selbstverständlich dieses Untermesser jederzeit anbringen. Für den kompletten Schneidersatz, wie gesagt, braucht ihr hier einen Clipper, wo das untere Gehäuse aus Metall ist. Ja, dann starten wir einfach mal durch. Und zwar habe ich hier meinen Gamma-Clipper soweit getuned. Da habe ich jetzt auch das Cutting Blade, Black Diamond Cutting Blade angebracht. Standardmäßig bei dieser neueren Version ist auch dieses Vapor Blade angebracht. Den kompletten Schneidersatz lösen wir jetzt. Das Ganze machen wir auch bei dem Bi-Clipper und tauschen alles aus, inklusive Cam-Follower. Was ihr dazu braucht, ist einen großen Kreuzschraubenzieher und zum Entfernen vom Cam-Follower hier ein Handy-Werkzeug oder ein Schnittschraubenzieher, damit ihr den Kämpfer rausflipsen könnt. So, dann starten wir einfach mal durch. Ich entferne jetzt das Untermesser mit Hilfe meines großen Kreuzschraubenziehers. Lege dann die Schrauben soweit schon mal auf die Seite. Wie gewohnt, der Daumen hier, der bleibt hier fixiert beim Untermesser. Nicht, dass das Untermesser euch entgegenkommt, vom Tisch dann auf den Boden fällt und ihr euch einen neuen Schneidersatz kaufen wollt. Das wollen wir nicht. Dementsprechend legen wir das hier auf die Seite. Anders als beim Andy's Master Cordless Clipper ist hier der Kämpfer deutlich fester angebracht. Da könnt ihr das Schneideblatt hier soweit auch auf die Seite legen und jetzt hat den Verstellhebel auf geschlossene Position setzen. Nehmt euer Handywerkzeug oder euren Schlitzschraubenzieher, je nachdem was ihr habt, geht unter den Cam-Follower hier und mit der Hebelwirkung flippst ihr den einfach raus. So, der bleibt auch hier auf die Seite. So, das erste haben wir schon mal. Den Clipper legen wir jetzt halt auf die andere Seite und jetzt halt wollen wir das Ganze dann auch bei dem Wahl Senior Cordless Clipper machen. Da entfernt ihr auch den kompletten Schneidersatz mit Hilfe eures großen Kreuzschraubenziehers. Das Untermesser legt ihr auf die Seite, das Schneideblatt legt ihr auf die Seite, Verstellhebel auf geschlossene Position, selbe Spiel. Ihr geht unter den Cam-Follower, mit der Hebelwirkung flippst ihr ihn raus und legt letztendlich dann auch den Cam-Follower hier auf die Seite. Was wir brauchen für den Blade Swap, wir brauchen einen Cam-Follower von Gamma, den haben wir uns jetzt von dem anderen Gerät soweit geklaut. Wenn ihr nicht über dieses Gerät verfügt, dann müsst ihr euch einen Cam-Follower einzeln kaufen. Wo kriegt ihr denn? Bei Lock Barber Supplies inklusive dem Untermesser als auch dem passenden Schneideblatt in Black Diamond beschichtet. So, das heißt, als erstes setzen wir den Verstellhebel auf geschlossene Position, nehmen den Cam-Follower von Gamma her und flipsen den hier dann auch soweit rein. Das heißt, wir müssen schauen, dass dann die Federenden soweit perfekt hier reinpassen. Das schaut auch gut aus. Setzen mal, damit der erstmal gesaved ist, der Cam-Follower, dass er nicht rausflipst, den Verstellhebel auf offene Position, legen dann das Schneideblatt von Gamma da drauf, wie gewohnt. Dann das Untermesser, nimmt dann die Schrauben von dem Wahlclipper, den brauchen wir noch. Die Schrauben brauchen wir natürlich noch, weil da noch die Klingenführungsschiene vom Wahlclipper drauf ist. Und schrauben dann auch die Schrauben soweit fest. Lasst noch ein bisschen Spielraum übrig, damit letztendlich dann auch bei geschlossener Position des Verstellhebels die Klingen zueinander richtig ausrichten könnt. Wie das Ganze funktioniert, habe ich schon im Rahmen eines separaten Videos gezeigt, inklusive Zero Gap. Ich mache das jetzt einfach mal für euch, auch wenn es jetzt nicht 100% ausgerichtet ist, damit ihr sehen könnt, dass das Ganze dann auch worked. Ja. Und da sehen wir schon, das funktioniert wunderbar. Schneideplatten, wie gesagt, die muss man halt noch korrekt aufeinander ausrichten. Das mache ich dann auch nach dem Video. So. Und dann habt ihr euren Wahl Cordless Clipper hier umgebaut. Das Ganze als Black Beauty Variante mit dem Cutting Blade von Gamma inklusive Untermesser. Und das Ganze funktioniert. Einige Kunden haben den Swap auch schon durchgeführt, sind begeistert. Genau, ich hoffe, euch hat das Kurzvideo gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Olli von Lock Barber.
go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran, said no, man, I still go. Go, 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 go.